Beim GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee geben die Tuning-Fans Vollgas. Die Hersteller machen tolle Autos, das ist so, ja. Aber jeder will halt sagen, das ist mein Auto. Ja, und mein Auto, das kann aber das und das und das und das kann dein Auto aber nicht. Und wir sind gerade dabei, dass wir dann wahrscheinlich in das Auto noch einen Turbolader einbauen. Das heißt, die 700 PS-Marke, die wollen wir schon noch knacken. Der legendäre Gummiplatz ist das Zentrum der Veranstaltung. Hier wird Unterhaltung geboten und die Autos und ihre Reifen werden zum Äußersten getrieben. Autos mit getuntem Motor oder besonderer Auspuffanlage, mit tiefer gelegtem Fahrwerk oder spezieller Lackierung, ob alt oder neu. Hier wird alles geboten, was das Tunerherz begehrt. Ich komme jetzt mittlerweile daher, damit ich mich zeige, damit ich mein Auto zeige, damit die Leute sich auch an meinem Auto erfreuen können. Aber wenn ich ein bisschen zurückgehe, ja, wo ich mit 16 daher das erste Mal gekommen bin, da war es für mich einfach, ich habe mich verstanden gefühlt. Ja, weil alles spinnen auf die Autos, ja, und ja, du fühlst dich einfach wie in einer Familie. Es gibt diese Serienautos, die sind alle schön und gut, aber jeder will doch irgendwie was Eigenes haben, ja. Die Hersteller machen tolle Autos, das ist so, ja, aber jeder will halt sagen, das ist mein Auto, ja, und mein Auto, das kann aber das und das und das und das kann dein Auto aber nicht. Und deswegen, es ist halt einfach, du machst es zu deinem Auto. Ich finde jetzt aktuell, das ist am Puls der Zeit, dieses Schwarz und Weiß, diese harten Kontraste. Ja, das, man sieht es ja, so viele Autos mittlerweile sind einfach weiß-schwarz. Ja. Und ich habe einfach gesagt, die Audi-Ringe müssen auch noch schwarz werden. Ja, wir haben jetzt da vorne noch das Carbon-Inlet. Ja. Ich glaube, ich habe ein relativ schönes Kunstwerk geschaffen. Ja, serienmäßig haben wir ja 400 PS in dem Motor. Und ja, mit ein paar Modifikationen sind wir jetzt bei stolzen 510 PS. Ich finde, das ist schon ganz okay, aber es könnte schon noch ein bisschen mehr sein. Und wir sind gerade dabei, dass wir dann wahrscheinlich in das Auto noch einen Turbolader einbauen. Das heißt, die 700 PS-Marke, die wollen wir schon noch knacken. Wenn der 21-jährige PS-Fan vom Bodensee seinen 5-Zylinder-Motor anwirft, ist er ganz in seinem Element. Wie viel das alles gekostet hat, möchte er aber nicht verraten. Grundsätzlich ist das eine Symphonie aus Leder, Alcantara und Carbon. Ja? Alles total fahrerfokussiert. Es gibt überhaupt kein Display auf der Seite, sondern du hast alles in dem zentralen Display hier. Und ja, Rennsport pur fast. Ja? Fast.